Lila Zeiten sind gerade rot. Okay. Also ich komme auf keinen Fall ran an die Zeiten, keine Ahnung warum. Weil den dritten Sektor habe ich eigentlich ganz okay gefahren jetzt, finde ich. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 24,5 Sekunden. Aber den dritten habe ich ja Daniel auch Ricciardo, der ist so früh reingekommen, weil der zweimal boxt. Der ist von Rot auf Rot gewechselt. Wird nochmal an die Box gehen. Alle gehen nochmal, ne? Alle werden mindestens noch einmal an die Box gehen, ja. Das war jetzt zum Problem ersten Mal ist aber, du holst halt nicht auf den Führenden auf. Das war jetzt zum ersten Mal ein guter erster Sektor. Okay, Sebastian Vettel ist auf Platz 1, geht an die Box. Verstappen ist auf Platz 2, geht auch an die Box gerade. Lando Norris auf Platz 4 geht auch an die Box. Das ist komplett vergessen einfach. Lewis Hamilton geht an die Box. Ja, ist schon gut. Ist kapiert. Ja, wenn ich jede Runde so gefahren wäre oder fahren würde wie jetzt diese, wäre es ganz okay. Aber das ist gerade eine Ausnahmerunde. Bis die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, also hättest du nach dem Boxenstopp jede Runde fahren müssen. Dann wärst du jetzt nicht mehr Platz 18. Du hast 6 Sekunden vor dir ein Auto. Was ein Bullshit. Wenn du jetzt weiter gut fährst und jetzt hast du ja irgendwie einzelne Autos nur vor dir, die du überholen musst, wenn du die auch gut überholst und schnell fährst weiter, dann kannst du auch noch andere, die dann noch an die Box gehen müssen, überholen. Also kannst Punkte holen. Nee, glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Das gibt's nicht. Das ist dieser Wichser genau vor mir. Ich hasse das. Was ein Bullshit einfach. Leck mich! Ja, den hast du kassiert. Gut gemacht, super überholt. Damit hast du im Vergleich zum Qualifying schon eine Position gut gemacht. Wow! Bin so stolz auf mich. Ja. So, es waren jetzt zwei Leute noch nicht an der Box. Das ist einmal Valtteri Bottas auf Platz 1 und Dani Kürt auf Platz 2. Sind sie jetzt oder immer noch nicht?
Ne, die sind immer noch nicht an der Box. Also ist gerade noch einer, der ist jetzt gerade rausgefahren aus der Box. Und jetzt alle, also es sind in den nächsten 10 Sekunden sind 3 Fahrer vor dir. In 20 Sekunden sind aber ungefähr sogar 10 Autos vor dir. Also ich sag mal so, Platz 8 oder so ist bestimmt, also ein ganz paar Punkte kannst du holen. Viel zu anstrengend. Naja, die werden... Und die unrealistisch ist trotzdem. Sehr logisch, muss schauen, was dafür machen. Unrealistisch finde ich, das schaffe ich glaube ich nicht. Also wir haben halt nicht mehr so viele Runden, das ist das Problem. Also es sind ja schon die Hälfte des Runden. Und jetzt in nochmal einer Hälfte 20 Sekunden rauszuholen. Ja, aber du musst ja nur nicht schneller fahren als die Spitze. Oder nicht viel schneller fahren, du musst ja nur schneller fahren als die Autos, die jetzt vor dir sind. Du wirst ja wohl schneller sein als George Russell. Naja, Grosjean, von dem ziehe ich gerade nicht so weg. Den habe ich überholt, aber er bleibt auf jeden Fall hinter mir. Ja, natürlich bleibt er hinter dir. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Boah, bin ich angespannt, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den EAS-Einsatz. Das war nicht so cool, die Kurve. Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,0 Sekunden. 4 Sekunden zu George Russell. Die sollen sich mal alle wegkicken. Also deine schnellste Runde ist eine Sekunde schneller als die vom ersten Platz. Aber die fahre ich ja nicht gerade. Ich weiß gar nicht, was ich gerade fahre. Jetzt nicht so drauf geachtet. Aber auf jeden Fall rot. Holst auf, noch 3,5 Sekunden. Und der Fahrer davor ist um eine halbe Sekunde weiter weg. Das bedeutet Krieg. Ja, du wirst gleich 2 Autos zusammen bekommen. Crashen. Oh Mann, das ist glaube ich jetzt die erste Folge. Yes, ist zum Ausgeben da. Das ist jetzt glaube ich die erste Folge, die ich seit langem wieder mit... Also der zweite Part von dem Rennen. Ja. Meine Playlist 12.1.2.19 wird extrem klein. Zumindest mit Racing Point. Ja, dann wahrscheinlich nochmal eine Saison. Vielleicht wird's da dann wieder ganz anders. Oh, da kann ich endlich mal hier wieder Team aussuchen, ein vernünftiges Team nehmen. Nicht so. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr.
Ja, ich weiß, dass mein Reifenmanagement gerade nicht so toll ist, aber ich muss ja so schnell fahren und so crazy. Sonst wird das gar nichts mehr, Kollege. Also, es gibt einen, der noch an die Box muss. Hä, was? Warum? Ja, der war zwar schon, aber der hat sich rote Ach, Reifen nochmal Ricardo, stimmt. geholt. Oder? Ricardo. Oder Raikön oder so. Ja, Ricardo war das. Alle anderen haben gelb oder weiß. Valtteri Bottas war sogar erst vor 2 Runden an der Box und hat sich auch weiße Reifen geholt. Also, das ist so richtig dumm eigentlich. Und Daniel Kvyat war auch. Vor 2 Runden in der Box hat sich auch weiße Reifen geholt, also das ist selten dämlich. Ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann, aber. Sie richtig beleidigt. So ein geiler Typ. So wie man so doof sein kann, ey, so bekloppt. Daniel Selten. Ricciardo ist jetzt an der Box. Ich hab so Angst. Oh Mann, warum, wenn ich so nah rankomme, habe ich immer so Schiss, Alter. Vielleicht. Er wird jetzt auf jeden Fall gleich ziemlich bei dir auch noch mit in der Nähe sein. Gleich. Oh. Wir brauchen wieder Energie. Ja, ich sehe ihn, wie er rauskommt. Ich Fuck! glaube, du überholst Ich ihn. schaff's nicht, ich schaff's nicht, Raikön zu packen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Was mache ich hier? Ricardo hast du aber auf jeden Fall überholt. Ricardo habe ich. Ja. Und Raikön auch. Boah, Achtung. Ich sehe es. Scheiße! Ich bin raus. Das war's, RIP. Alter. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist Safety aus. Car, Behalte was? das Delta im Auge. Wir Das ist doch müssen das gut. Ja, ach nee, aber warum? Wegen dem Crash jetzt oder was? Habe ich mit Okay, Raikön irgendwas gemacht? hast du einen Schaden am Frontflügel? Nee, ich hab nix. Nichts? Nix. Da sind nur Teile geflogen. Ich hab nix. Ja gut, wenn du nichts hast, dann. Ist perfekt. Das ist perfekt für dich. Junge, jetzt ist der Sieg nah. Vielleicht gehen jetzt nochmal welche in der Box. Ich beobachte das. Also könnte sein, aber ich kann mir gut vorstellen, bei Ich dir. hab halt jetzt die Hoffnung, dass ich überhaupt rankomme. Das ist so das Ding. Ja, das ist klar, An aber. Safety Car. Also ich meine, ob ich überhaupt rankomme. Ja, doch. Die sind ja noch nicht am Safety Car, oder? Na, warte, ich schalte mal zum Führenden. Ne, der fährt auch nicht hinterm Safety Car hinterher. Der fährt uns auch so Weil ich gefühlt hab so, auch als wäre der mega hinter dem viel Fahrer da. Minusbenzin, also das tut mir gerade richtig gut alles. Das ist schon ziemlich lecker, aber das. Naja, es ist. Gut, dass du dich da so gerammt hast. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich weiß. Nachgeleistet. Das Problem ist halt dabei nur, dass ich halt wieder überholen muss, ne? Das ist so Ja, ein großes und es Problem. sind auch gar nicht mehr so viele Runden. Weil wenn ich jetzt hinter denen zwei bin jetzt, das ist ja schon mal geil, Du bist gleich hinter allen und dann kannst. Oh, jetzt ist Vettel hinterm Safety Car. dann bin ich zwar hinter denen, aber ich muss ja theoretisch alle dann noch überholen. Und das in diesem Pulk auf dieser Strecke wird echt absolut heselig. Wo sind die ungefähr? Bei der Die sind Brücken? jetzt gleich bei der 180-Grad-Kurve. Ah, okay. Jetzt quasi auf der Gegengeraden. Nochmal wechseln macht aber keinen Sinn, ne? Nee, das würde ich nicht machen. Ich gucke, ob vielleicht wer von denen vorne wechselt. Das wäre natürlich eigentlich gut für dich, aber ich würde. Aber nicht wechseln. Wenn die wechseln, ist gut für dich, wenn du Plätze holst. Ja, klar. Weil ich glaube nicht, dass es safe. Also wenn das Safety Car irgendwie 5 Runden fahren würde oder so, dann würde ich nochmal auf Rot wechseln, aber So, so meine glaube ich Kamera nicht. ist gerade ausgegangen. Werde ich gleich starten, sobald ich hinterm Safety Car bin. Vorher möchte ich das Wolltest noch. du dir jetzt nur nicht hinterm Safety Car irgendwie so ein Auto kaputt machen? So, die sind jetzt auf Startziel. Also er fährt noch eine Runde, so wie es aussieht. Ja, klar, ist in der Keine nächsten Runde drin. Alter, ich check das aber nicht mit dem Safety Car. Lol.
Was passiert? Nix, ich bin geradeaus gefahren in der Kurve. Ich check das nicht, dass das jetzt kommt. Manchmal haben wir so krasse Crashes. Wann und weshalb es kommt, irgendwie ist. So krasse Crashes einfach und es kommt einfach nicht. Und jetzt, er rammt mich so ein bisschen, ich dreh mich so ein bisschen, ja, selbst klar. Ja, ich bin jetzt dran, ne? Ja. Okay, dann lassen wir den Bot kurz so an. Und ich starte die Kamera. Okay. Ja, ich kann alles wieder ein bisschen aufladen. Einer ist raus, Gasly. Nice. War gut für dich. Ich mache ja gerade schöne Safety-Car-Kolonnenbilder. Auch von mir oder nur? Ne, jetzt auch gerade von dir. Ich habe nur Angst, dass mich gleich jemand rammt. Oder ich jemanden rammt. Quatsch, das würden die doch nie machen, ne? Nee, so doof kann man doch gar nicht sein. Gleich so Serverwartung, alles bricht ab. Alter, ich würde so ausrasten. Stell dir mal vor, ich hole die jetzt echt auf und dann sind Serverwartung. Er lacht nicht mehr, weil es tatsächlich sein kann. Er ist noch eine halbe Stunde Zeit. Meinst du, ich schaff das? Ja, natürlich. Sehen nur noch irgendwie ein paar Runden. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Oh. Safety Car kommt in dieser Runde oh. rein. Ich muss halt jetzt alles niedermetzeln. Ja, ich bin zwar jetzt hinter denen, aber zu überholen auf dieser Strecke Safety ist. Safety Car in dieser Runde rein. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, oh. So, ja, weiß ich ja nicht. Warst du surprised darüber, dass der jetzt reinfährt? Boah, ich mache jetzt gleich wieder ganz viele Unfälle vor aus Bilder. Ja! Jetzt musst du schnell fahren. Ja, ich geb doch Gas! Digga. Punkte! So, hast du keine überholt. Der Safety Car Start ist immer dann, wenn es unpassend ist. Und bei mir war es jetzt in der Links-Rechts-Kurve da. Das ist einfach immer scheiße. Ne, wenn man ganz vorne ist. Nee. Ich bin, ja. So ein Hurensohn. Sag's denn an ihm? Ich bin ein Hurensohn, hab ich gesagt. Ach so, du. Ja. Danke. Gib Gas, Mike, gib Gas. Komm, jetzt ist der Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast jetzt zweimal den Zeitpunkt, wo du Gas geben sollst, verpasst. Einmal, nachdem du die Reifen gewechselt hast. Da konnte ich nicht, das ging. Ich hab's probiert. Da hab ich's wirklich probiert, aber es ging nicht besser. Und dann jetzt gerade den Safety Car starten. Den verkackt jeder, den hast du auch schon sau oft verkackt. Das geht nicht, du kannst nicht gut starten. Das ist natürlich dumm, dass ich mich an der gleichen Stelle wieder drehe. Diesmal kein Safety Car kommt. Aber ich habe mich auch an der Stelle gedreht. Nur, dass mein Auto in der Bande gelandet ist. Ja, okay, Punkte kann ich eigentlich komplett vergessen. Es wäre ja jetzt schon schwierig gewesen, die alle zu überholen. Wann denn, ne? 10 Sekunden hast du bis zu dem Punkt. Planziel minus 1. Fahr bitte den Motor runter. Er hat gesagt, ich soll den Motor runterfahren. Mach aus. Stell dein Auto ab. Es reicht jetzt. Du bist heute schon so lang gefahren, das ist dein Auto gar nicht mehr gewohnt. Also jetzt werde ich riskant überholen. Wenn ich noch rankommen sollte, ja. Ich werde einfach reinfahren, komplett irre. Wenn alle wegrammen, bremsen, Unfall, Überschlag. Oder ich drehe mich jetzt in der gleichen Kurve nochmal und fahre damit Absicht gegen die Wand, weil ich keinen Bock mehr habe. Aber eigentlich fände ich den ersten Plan besser. Das war wieder ein bisschen knapp. Es wird auch dunkel jetzt hier schon. Was ist das denn? Da war Mitternacht gleich. Hilfe! Was? Do you need help? Ich hasse das, echt. Ich hasse das. Warum bin ich so scheiße, echt?
Wäre ich da nicht rausgeflogen, wäre ich jetzt schon Zehnter, Minimum. Schnellste Runde habe ich auch, gibt sogar 2 Punkte, da bin ich ja schon mal richtig gut dabei. Ich wäre auch lieber nicht rausgeflogen. Ja, siehst du? Wäre ja mal ein Plan. Einfach nicht rausfliegen. Ja, das wäre ein absolut krasser Plan. Absolut, oder? Das DRS der ist aktiviert. Warum habt ihr es nicht DRS vorher schon aktiviert, ihr Arschgeigen? Alter, wie die bremsen! Ohne Müll, ich wäre jetzt schon über alle Berge. Was für Bongos, Alter. Und jetzt drehe ich mich wahrscheinlich. Ich fahre jetzt immer extra ultra weit rechts in dieser Kurve. Alter! Wie kann man so bremsen? Oh, gutes Überholmanöver. Junge, das war schon stark, ich weiß. Wie kann man so stark bremsen in dieser Kurve, Digga? 5 Runden noch. Du musst jetzt 2 Sekunden pro Runde aufholen. Nein. Wenn du jetzt eine Runde an Platz 10 dran bist. Dann kann ich es eigentlich absolut vergessen. Nein. Oh! Schalenka. Schalenka, ja. Ei. Ich habe nicht mal genug Benzin, um überhaupt ins Ziel zu fahren. Hätte das Safety gar nicht noch 5 Runden bleiben können. Das wäre viel besser einfach. Ja, dann hättest du auch den Safety Car Start nicht verkacken dürfen. Ja, pff. Das wäre deutlich angenehmer. Safety Car hätte einfach viel, viel früher kommen müssen. Oder so. Oder du hättest einfach die ganze Kacke nicht gemacht. Das wäre das Oder Einfachste. So. Oder so. Das wäre tatsächlich das Einfachste gewesen. Aber es wäre zu einfach. Ja, das ist langweilig. Dann, ne? Ja, eben. Wenn man so gut fährt, dann hat man ja diesen Nervenkitzel, den ich gerade habe, gar nicht. Was würde ich In nur ohne mache diesen ich das noch extra, dass ich so rausfliege, nur damit es spannender ist. Was würde ich ohne diesen Nervenkitzel eigentlich tun? Ich weiß es nicht. George Russell würde ich das richtig wegrahmen. Ja! Oh, gutes Überholmanöver. Und er geht innen rein. Ich sehe es. Nice! Ich dachte eigentlich, dass ich ihn damit wegrahme, deswegen habe ich auch Ja geschrieben. Nee, du hast dich, ihr habt euch nicht berührt. Ja, ja, aber ich dachte, dass ich ihn dadurch wegkam. Ich habe ja gemerkt, dass ich ihn nicht berührt habe. Alter, wie er wieder so bremst, Alter, wie. LOL! Rechter Frontflügel tot. Ja, ich merk's. So ein Hurensohn! Dass wir eine gute alternative Strategie haben. LOL! Was ist passiert? Oh. Aufgegeben. Nice. Gut, das war's, Leute. Keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Ganz viele individuelle Fehler gemacht, aber ein bisschen länger gefahren dieses Mal. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Wahrscheinlich werde ich in der Fahrerrangliste irgendwie 200. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Gut, danke fürs Zuschauen. Haut rein, lasst halt drunter, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.